Joho, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei Blackguards. Ja, wir sollen zwar zum Landsitz des Folterers hin, aber wir haben ja hier noch eine andere Quest gerade am Laufen, und zwar die mit den Zwillingsbrüdern. So, wir hätten einmal die Möglichkeit, direkt zum Preisschrein zu gehen und den Händler umzubringen, oder wir gehen nochmal zum Landstreicher, und ich glaube, das würde ich favorisieren. Machen wir das mal. Lasst meinen Bruder nicht leiden. Und hinterlasst keine Spur. Ja. Wahrheit herausfinden. Natürlich. Wir sollten erst herausfinden, wer hier die Wahrheit sagt. Natürlich. Andererseits, dieses Buch, das dieser Sarino uns versprochen hat, klingt interessant. Onaris, Sarino ist sein Bruder. Ja. Ich sage, wir erledigen diesen Onaris. Du meinst Sarino? Ja, den Landstreicher. Oh. Das finde ich jetzt aber blöd. Chaleba. Ob wir irgendwas herausfinden, wenn wir einmal nach Chaleba nochmal reisen? Hm. Ich reise nochmal nach Chaleba. Zauberer und Metall. Metallrüstungen schränken Zauberer in ihren Fähigkeiten ein. Gut, das ist, glaube ich, so allgemeingültig. Was ist mit dem Bettler? Vielleicht können wir aus dem noch irgendwas herausquetschen. Habt ihr eine Münze für mich? Mein Frettchen ist krank. Der Händler hier scheint ein guter Mann zu sein. Das ist wahr. Er betet viel zu Praios. Geht jeden Abend mit seinen Knechten zum alten Praios-Schrein. Auf dem Wirselberg. Mhm. Kommt. Gut, dann gehen wir halt jetzt doch zum Praios-Schrein. Moment, aber da stand jetzt ja gerade immer noch Praios Schrein, Händler umbringen. Was machen wir denn jetzt? Oh. Was tut er da? Was tut er am Praios Schrein? Ich meine, die stehen hier schon so in Kampfstellung. Was tut er am Praios Schrein? Gut, notfalls müssen wir das Ganze eben nochmal rückgängig machen. Ich würde sagen, Niam geht erstmal hierher und schießt gleich mal auf den Guten, ha? Leg mal an. Ach Mist, wir kommen nicht bis dahin. Wir können nur den hier nehmen. Und... Pfiou! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Redder kommt nur bis hier. Dann geh doch mal bis da und warte. Selbst Naurim kommt nicht so weit. Er geht hier... Ach, das ist nicht Naurim, das ist Zurbaran, und wartet. Da ist er schon wieder, der Händler. Oh Mann, ich bin ja jetzt gespannt. Ich hoffe, wir machen nichts Falsches. Also instinktiv hätte ich auch gesagt, ja, der Händler hier ist halt eben der Betrüger tatsächlich. Ich bin eher geneigt, dem Landstreicherbruder zu trauen. Also ich halte mich mal zurück mit der Zuordnung, wer hier wer ist. Das kann ja nur falsch sein. In Ordnung. Oh, wir schaffen es bis hierher. Bis hier hinten hin. Dann würde ich mal sagen, na, an der Ritter stehen zwei dran. Nee, wir helfen hier unserem Kumpel, dem Zurbaran, gehen also hierher durch die Botanik und gehen erstmal hier auf den. Bäm! Ach, immerhin 8 Stück, das ist ja was. So, wir gehen hier auf den Chef direkt. Ich hoffe immer... Ich hoffe immer, dass wenn wir den Anführer töten, dass die anderen dann eher aufgeben oder so. Aber bisher ist das ja noch nicht passiert. So, unser Zurbaran. Zauberan. Er ist aber auch ein, ein Zauberan. Zurbaran hat 10 ASP. Das heißt, damit könnte er mal versuchen, hier einen kleinen Ignifaxius zu sprechen. Na, machst du das? Oder machst du das nicht? Na gut, wir machen das so. Hier auf ihn. Was kostet denn der andere? 12. Die habe ich nicht. Ach, das tut er nicht. So eine Kacke. Wahrscheinlich sind die Felder einfach zu sehr geblockt. Na gut, dann... Ja, komm. Dann, Ach so, der kann nichts mehr machen. Der kann nur noch ranlaufen.
Dann machen wir das so und hier angreifen können wir nicht mehr, ne? Nee. Er kann die Runde nur noch beenden, aber unsere Niam, die kann hier noch schießen. Ach, es ist ja auch quasi Beginn der neuen Runde, hm? Auf ihn nicht. Aber wenn ich hier hingehe. Ach, scheiße, ich hab weggeklickt. Jetzt wartet sie. Oh, getroffen. Gut, gut. Mhm. Und pariert. Jetzt kannst du aber ganz normal draufhauen. Das tut ja jetzt momentan auch nicht Not, dass du hier die große Zauberkeule auspackst, ne? Sehr schön. Ach, der hat nicht getroffen. Perfekt. Und gib ihm nochmal einen mit. Oh, das war schon besser. Das war schon besser. Okay, Niam, jetzt bist du an der Reihe. Schießen. Ein letztes Mal noch. Wow, also 13 ist schon ganz ordentlich. Die hat ja auch noch eine zweite Waffe, ne? Ich schau mal nochmal ganz schnell. Die hat ja auch noch... Wo ist sie, Niam? Sie hat noch einen Speer. Denn sie hat jetzt schon nur noch 24 Pfeile. Ah doch, wir bleiben so. Wir lassen es so. Sie kann noch mal eine Weile schießen. Shit. Warum ist er dem denn ausgewichen? Das ist doch blöd. Komm hier, in den Rücken. Was ist mit euch, Jungs? Seid ihr so loyal, dass ihr unbedingt hier weiterkämpfen wollt? Na. Ups, dann hat es zerrissen. Und... Achso, ich muss erstmal ranlaufen, mein Freund. Schwing die kurzen Beinchen. Das ist ja fein. Dann läufst du mal hierher und greifst ihn jetzt aber mit der anderen Waffenhand an. Dann brauchst du jetzt hier so umringt, wie der ist, überhaupt... Genau, Waffenwechsel. Waffenset Speer. Waffenset leer. Nehmen wir den Speer. Ach, du Schande. Okay, das heißt, ein Waffenwechsel kostet auch eine ganze Aktion. Oh, na gut. Der ist ausgewichen. Und hier kommt der vierte im Bunde. Och Mann, tut mir fast ein bisschen leid, wenn der hier so umzingelt ist. Upp. Ui. Top. Das war's. Wir haben bekommen 1 Silbertaler und 7 Heller. Oh, für einen Händler ist das aber eine ganz schön kleine Ausbeute, hm? Das war jetzt echt alles? Ob wir jetzt in Schaleba Ärger kriegen würden? Na, wir gehen erstmal zum Landstreicher. Mein Bruder ist tot. Wenn das wahr ist, dann gnade uns Boron. Wieso? Questziele geändert, Bruderliebe. Hä? Questziele geändert. Wieso? Wir reisen erstmal nach Schaleba. Jetzt muss ich doch mal nachgucken, was denn jetzt hier los ist. So. Ihr seid jederzeit willkommen. Oh. Oh, okay. Also hier gibt es ja jetzt jede Menge zu kaufen. Was haben wir denn selber noch, was wir verkaufen können? Zum Beispiel den Langdolch. Ja, der kommt weg. Die Jagdpfeile behalten wir. Die kann nämlich unsere Schützin benutzen. Haben wir noch bei Rüstung was? Ne. Okay, gut. Das, was wir jetzt noch machen könnten, ist was kaufen. Aber ich glaube, unsere Freunde sind relativ gut ausgerüstet. Hier haben wir einen Heiltrank, da haben wir einen Heiltrank, da haben wir einen Heiltrank. Gut, und die Niam hat eigentlich keinen Platz für einen Heiltrank, aber ich glaube auch nicht so einen großen Bedarf, weil sie ja in der Regel im Fernkampf ist, oder? Ich aktiviere schon mal wieder Waffen Z1. Fürs nächste Mal. Jetzt sind wir schlauer. Nicht, dass wir dann am Anfang des nächsten Kampfes wieder die Waffe wechseln wollen. Das wäre ja blöd. Wir könnten mal beim... Ihr sucht ein Zimmer? Wirt übernachten. Ihr seid jederzeit willkommen. Vielen herzlichen Dank. Das ist ja nett, dass uns die Leute hier in Schaleba jetzt alle so freundlich empfangen. Was ist mit dem Bettler? Habt ihr eine Münze für mich? Mein Frettchen ist krank. Oh, kommt. Gut. Ja, dann sind wir hier in Schaleba eigentlich fertig. Ich gucke jetzt nochmal hier, Waffen.
ob wir hier noch irgendwie was Neues, Cooles haben. Nö, Jangdolch, Jagdbolzen. Bei den Rüstungen haben wir noch eine Kapuze. Was macht die denn? Resistenzen, gewöhnlicher Schaden, 10%, 50%. Was soll denn das heißen? Ja gut, in der schäbige Gürtel, den braucht keiner. Ja, gut, wir sind soweit fertig. Frisch und gestärkt reisen wir dann jetzt mal zum Landsitz des Folterers. Ach so, was ist denn das da? Ach nee, das ist der Dendrim-Wald. Zu dem können wir echt immer noch hinreisen. Wieso denn? Drachenharz, waren wir da? Wir haben ja auch eigentlich noch, was ist denn das? Das Questlog? Das Questlog! Schande! Das haben wir ja überhaupt noch nicht geöffnet hier gehabt. Das ist ja jetzt das erste Mal. Was ist das hier? Dendrimwald. Landsitz des Folterers. Hier kann ich noch so ein bisschen hin und her. Ach, das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Der Folterer. Drachenharz, Pilgerpfahl, Hauptquests. Ja. Nebenquests. Drachenharz. Naurum hat davon erzählt, dass er in der Gegend von Drolsasch einen Drachen jagte. Im Kampf mit dem Wurm verlor er seine Axt und brennt nun darauf, sie wiederzufinden. Außerdem soll der Drache auf einem gewaltigen Hort sitzen. Der Kampf gegen einen Drachen ist gewiss nicht ungefährlich, aber die Aussicht, seinen Hort zu plündern, klingt verlockend. Folgt Naurum auf seiner Drachenjagd. Boah, ja, also, wenn ich überlege, dass wir ja schon gegen den Waldschrat mehr oder weniger die Segel gestrichen haben, würde ich behaupten, das machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir echt später. Pilgerpfade. Wir haben der Forscherin Tillemache aus Benivilla angeboten, ihr bei der Suche nach 6 Göttinnen-Schreien behilflich zu sein, die einst vom alten Bund der Euliken hier in der Gegend errichtet worden sein sollen. Sobald wir alle 6 Schreine gefunden haben, sollen wir Tillemache in Benivilla besuchen. Finde die Schreine der 6 Göttinnen. Haben wir hier irgendwie... Nö. Nö. Nichts auf der Karte, was uns da irgendwie helfen würde. Damn it. Bruderliebe. Wir haben uns entschieden, Sarino zu töten. Onaris ist nun der neue und vielleicht auch alte Händler von Shaliba. Zum Dank wird er uns einige Dinge billiger verkaufen. Grüßt Sarino von seinem Bruder Onaris. Tötet Onaris. Tötet Sarino oder Onaris. Sucht die Räuber, um die Wahrheit herauszufinden. Optional, das haben wir aber auch gemacht. Und zurück zu Onaris. Sarino ist tot. Es lebe Onaris. Also, oh, ich sagte ja, ich ergehe mich da nicht in Spekulationen. Wir haben uns jetzt dafür entschieden und jetzt müssen wir mit dieser Entscheidung leben, aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung. So, und das Schlachtfeld von Wobran. Wir waren nicht die Einzigen, die auf dem... Ja, genau, da waren wir auch. Wir haben aber keine Waffen gefunden, obwohl hier steht, wir haben gefunden, wonach wir suchten. In Ordnung. Also wir haben zumindest blaue Fäuste gefunden und blaue Augen. So, und die laufenden Quests. Da haben wir mal Drachenharz und Pilgerpfade. Aber hier ist wirklich gar nichts. Sollen wir denn vielleicht nochmal zurückgehen und in den anderen Städten mal nachfragen, ob es da vielleicht irgendwo Schreine gibt? Das können wir doch mal machen. Kapitel 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir sind immer noch in Kapitel 1. In Ordnung. Ich würde also vorschlagen, dass wir nicht zum Landsitz des Folterers gehen, sondern erstmal nochmal zurück nach Migram und uns dann nochmal ein bisschen so nach oben arbeiten, in der Hoffnung, dass wir dort Informationen zu unserer Quest bekommen. So, was mit dem Händler? Ja? Wir können nicht mit dem reden. Mit dem Heiler Jolden kann man auch nicht reden. Ich versuche es nochmal mit der Forscherin. Noch etwas? Nein, also auch nicht. Hey, sende mit euch. Mhm. Hoffentlich. Dann reisen wir als nächstes noch weiter. Ach nee, wir können noch mal in den Dendrimwald vielleicht gehen. Ach so, wir könnten das jetzt alles noch mal... Nee. Aber warum wird er uns denn noch angeboten? Sehr seltsam. Na gut, dann eben Drohl. Bisher haben wir ja noch keine...
keinerlei Hinweise oder so darauf gehabt, dass es irgendwie schnell gehen müsste oder irgendwelche Datumsanzeigen oder irgendwas, was währenddessen passiert ist. Insofern gehe ich davon aus, dass das Ganze hier einfach nicht so die Rolle spielt und wir munter und fröhlich Questen verfolgen oder eben nicht verfolgen können. So, wir reden jetzt hier nochmal mit allen. Das haben wir, glaube ich, auch gar nicht gemacht. Die besten Waffen und Rüstungen findet ihr bei mir. Mhm. Ein Wurfspeer. Wow. Richtig gut. Den Alchemisten haben wir gesprochen. Beim Händler waren wir. Bei der Heilerin waren wir. Beim Wirt. Gucken wir mal. Wie kann ich sonst noch helfen? Nee? Danke. Es kostet fast überall ein Gold. Ich finde, das ist viel. Aber okay. Wir können noch mit Ball und Kadalmann reden. Schon zurück. Ah, Spiel. Ihr seid Händler. Nee, Spiel nicht. Händler. Ihr seid Händler? Mehr oder minder. Womit handelt ihr? Dem Einzigen, was das Handeln lohnt. Geld. Und einigen anderen Dingen. Mhm. Kommt so voran. Was ist mit dem Spiel? Ich will spielen. So viel Zeit muss sein. Es ist ganz einfach. Baal schreibt eine Zahl von 1 bis 7 auf einen Zettel. Eine 2 zum Beispiel. Dann sagt ihr, ob die Zahl gerade oder ungerade ist. Wie viel wollt ihr setzen? Ach so, ja, ich erinnere mich. Ach nee, obwohl, wenn wir spielen, dann könnten wir natürlich auch durchaus mehr Informationen von denen bekommen, ne? Wie ist denn das? Wir haben die 1, die 3, die 5 und die 7. Das sind 4 ungerade Zahlen. Wir haben die 2, die 4 und die 6 und nur 3 gerade Zahlen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine ungerade Zahl rauskommt, also ist höher bei 1 bis 7. Wir setzen mal 5 Silbertaler. Also gut. Gerade oder ungerade? Ich sag ungerade. Ungerade? Ihr geht mit der Mehrheit. Sehr klug. Ball 2. Ach, shit. Ihr verliert. In Ordnung. Wenn euch Spiele gefallen, wollt ihr vielleicht an einem etwas interessanteren Spiel teilnehmen. Das Risiko ist hoch, aber der Gewinn auch. Falls ihr Interesse habt, besucht uns doch bei Zeiten in unserer Villa in Kadrimstal. Ah, okay. Da haben wir dann jetzt aber was Neues, oder wie? Drachenhatz? Zwergenspiele, da. Da oben ist das, in Ordnung. Sei hoch, aber besucht Bal und Kadal mal in Kadrimstal. Mhm, naja, können wir ja mal machen, hm? Machen wir das also. Bewegen uns ein bisschen abseits unserer momentanen Hauptquest. Und was haben wir denn da? Kadrimstal, genau. Und Drachenhatz. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir können natürlich auch nochmal nach Trulsasch. Ja, wir gehen einmal kurz vorbei. Die Ladesequenzen hier sind ja glücklicherweise meistens recht kurz. Und genau. Allerdings haben wir hier, glaube ich, niemanden, mit dem wir wirklich sprechen können. Nee. Ihr seid jederzeit willkommen. Mhm. Vielen herzlichen Dank, aber wir müssen weiter. Drachenhatz. Nein, das machen wir nicht. Kadrimstal.